Ich empfange kein Signal vom Electrocutioner. Ich muss weiter nach oben. Der mittlere Pfeiler der Pioneer Bridge sollte reichen. Dann machen wir uns doch mal dahingehend auf den Weg. Entschuldigen Sie, Sir, aber ich habe Berichte über einen Tumult in Ihrer Nähe erhalten. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Sie sollten sich das vielleicht ansehen. Wo soll denn der Tumult sein? Hier in meiner Nähe, hat er gesagt. Wo ist denn... Was versteht er denn unter Nähe? Da hinten. Ne, doch. Gut. Das liegt irgendwo auf dem Weg. Aber erstmal werden wir da zur Pioneer Bridge oben hin. Na also, jetzt muss ich das Signal nur noch zurückverfolgen. Sehr praktisch. Sieht aus, als käme das Signal von irgendwo aus dem Diamond District. Na, ich scheine mich ja relativ fix zu nähern. Na, nirgendwo ein Ankerpunkt? Na toll. Ja, jetzt bin ich hier. Denn? Ich habe hier mehrere Meldungen. Schicke sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. Hey, dieser Freak ist in unserem Revier. Mach ihn an! Ja, komm, bring den nicht auf. Nicht allzu lange zumindest. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Na, Batman nicht. Hey. Na, Scharfschütze. Was ist der denn? Das ist das Signal. Sieht aus, als sei der Electrocutioner im Royal Hotel. Okay, warte mal. Im Royal Hotel? Hier bin ich im Hamilton Hill. Ich muss erstmal zum Scharfschützen rüber. Der macht mir sonst noch das Leben schwer. Immer schön im Kreis rumhüpfen. So, meine Freunde. Jetzt kannst du auch mal aufhören, auf mich zu zielen. Royal Hotel. Oh, das ist schon wieder ein Scharfschütze. Wie viele rennen denn hier rum?
Das ist das Hamilton Hill. Genau, ich guck einfach mal auf der Karte, wo das Hotel nicht verzeichnet ist. Gut, schön. Herrlich. Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Ja, ja, du mich auch. Was ist das? Oh, nicht schon wieder. Wieso von denen hängen denn hier rum? So. Keiner mitgekriegt, dass ich hier war. Außer der. Und der da. Oh nein. Das ist eine und dieselbe Person. Nein, ist er nicht. Er ist wieder da. Mensch. Ja, Batman. Selbst du kannst aus 5 Kilometern keinen erschlagen. Sucker Punch. Da ist das Royal Hotel. Gut, ich gehe mal davon aus, dass ich unten rum nicht einkomme. Oder? Oder? Der Joker hat das gesamte Royal angemietet. Aber wieso sorgt das SWAT für die Sicherheit? Ich muss herausfinden, was hier los ist. So, wollen wir die Spinne mal ein bisschen aufmischen? Vielleicht erfahren wir, nachdem wir alle kaputtgeschlagen haben, warum die hier sind. So, jetzt will ich kein Wort mehr hören, Leute. Ah, Fragen vergessen. Nein. Tja, Pech gehabt. Wollen wir uns mal amüsieren gehen? Ich sollte einen anderen Eingang suchen. Warum? Der passt doch. Ist doch perfekt. Dann halt nicht. Kann auch jedem Spaß vermiesen. Hm, da ist er, Mr. Wichtig. Keiner. So. Einen anderen Eingang. Wie sieht's denn da drüben aus? Ach, guck an. Hi, ich muss hier rein. Oh nein, zwei mit so einem komischen. Denn jetzt noch? Oh, er wieder. Das war ein Schlag von vorne auf den Hinterkopf. Und
Und hier ist der tolle Eingang, den wir benutzen sollen, nehme ich mal an. Sesam, öffne dich. Es lädt und lädt und lädt. Was uns jetzt wohl erwartet? Hatte ich schon erzählt, dass ich Raucher bin. Noch nicht. Wann ist es jetzt soweit? Verurteilt mich nicht. Genau. Genau. So, hier ist alles schon ein bisschen demoliert. Master Bruce, hat der Joker sich im Gotham Royal eingenistet? Er ist hier drin. Und das SWAT erledigt seine Drecksarbeit. Gordon und die Medien fernzuhalten, von was auch immer hier vor sich geht. Merkt Brandon nicht, dass er nicht mit Black Mask arbeitet? Er wird schon rausfinden, wenn ich den Joker einbuchte. Komme ich hier durch? Nö. So. Hallo. Ah, das tut mir jetzt leid. So lange wollte ich eigentlich gar nicht für euch brauchen. Ah, wie ich sehe, haben sie Verständnis. Okay, hier wollen sie mich nicht durchlassen. Oh, da unten ist ein bisschen mehr los. Haben wir hier speziell so ein paar Spielzeuge, die wir den... Was soll das denn darstellen? Hm. Die denn rum? Habt ihr die auch gerade von oben rumfliegen sehen? Bam! Ja, keine Zeit zum Gucken. Mehr klatschen. Komm, das wird eine schöne Kombo. Bam! Oh, keiner mehr da. Ah, 29 muss ausreichen. Oh, eine schöne Hit-Kombo. Alles unter Strom gesetzt. Gut. Probieren wir trotzdem mal den Sequenzer aus. Das war schwer jetzt. Das war... okay. Gut. Okay, hier müssen wir die Fernlenkralle einsetzen. Und dann geht's auch schon ab nach oben. Das Geld. Und sehr weihnachtlich, die Musik. Sir, wissen Sie, wo genau im Hotel der Joker sich aufhält? Noch nicht. Wieso? Nun, es scheint einen Überwachungsraum in der Lobby zu geben. Sie könnten ihn mit Hilfe der Kameras finden. Okay, ich versuch's. Ist genug Sprengstoff, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Ich frage mich, welche anderen Überraschungen auf mich warten. Das frag ich mich auch.
Oh nö. Wenn du mich fragst, hat er nicht vorzutragen. Hauen wir mal schnell nach oben ab. Der Killer die Fledermaus erledigt, macht der Boss ihn kalt und behält die Kohle. Nee, wenn er sowas abzieht, wird ihm niemand mehr vertrauen. Er wird vor allen anderen Organisationen in der Stadt das Gefühl. Nein, bitte nicht! Ja, genau deswegen habe ich das freigeschaltet, weil das so praktisch ist. Guck mal, das können wir doch noch. Wie kommt's, dass du Kopf überhängst? Kann schwören, dass ich was gesehen habe. Können wir den auch noch aufhängen? Jawohl. Bing! Diese Feuerlöscher, die schalten die nur für kurze Zeit aus. Das bringt mir nicht allzu viel. In welche Richtung geht da? Vielleicht kommt er ja weiter in die Richtung. Dann kann ich... Jawohl. Beep. Was ist einfach ausgerutscht? Ich hab Besseres zu tun als Schatten. Keine Sorge, Kumpel. Ich bin sicher, der Boss bringt dich wieder in Ordnung. Ja, da hinten ist schon mal. Das wird echt ernst hier. Okay, jetzt sind ein bisschen viele da. Das war jetzt unschlau. Aber schnell weg. Ich denke mal, die KI dürfte nicht so schlau sein. Ey, hab mir gerade den Rücken zugedreht. Uha. Wo bin ich? Die sind auch ein bisschen doof, die bewegen sich die ganze Zeit. Na, hätte ich mir nichts gesagt, jetzt gehen sie nach unten. Das ist so ein Stück. Und tschüss. Was? Jetzt hat er den Gleittritt abgebrochen. Und wieder weg. So, was haben wir übrig? Ja, da unten. Einer. So. Erledigt. Ich muss in den Überwachungsraum und den Joker suchen. Stufenanstieg. So, haben wir jetzt noch irgendwelche super geilen Verbesserungen hier, die ich unbedingt freischalten will. Das Ding ist neu, das Ding ist neu. Was haben wir hier? Eine neue Ausschalttechnik, die ein spezielles Fernlenkekrallenprojektil verwendet. Begrenzte Anzahl an Geschossen. Spulengeschoss. Hört sich doch gar nicht mal schlecht an. Das habe ich doch. Das habe ich doch schon. Ach, das ist neu. Erhöht die Anzahl deiner schweren Spulengeschosse. Achso.
Ja, dann ist ja geil. Dann können wir doch gleich noch ein paar mehr so ausschalten. So, haben wir jetzt den tollen Raum. Ist da unten. Da ist der Sequencer. Ich muss in den Überwachungsraum kommen. Sind wir doch jetzt. Freunde, Killer. Willkommen zur ersten vierteljährlichen Leistungsbewertung. Wie Sie hier sehen können, befinden sich die Batman-Tode weit unterhalb der Prognosen. Da sollten wir aber dringend dran arbeiten. Und mit wir meine ich dich. Verstanden, Mr. Fusioner? Und wer zur Hölle bist du? Ich bin der Typ mit dem Geld. Und der Knarre. Also, wenn ich dich anheuere, den Batman zu töten, hältst du die Klappe und tötest den Batman? Hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Das dachte ich. Dieser Obstkuchen ist fantastisch. Will einer ein Stück? Alles klar, die Versammlung ist vertagt. Raus mit euch und tötet Batman. Beweg dich, Großer. Nein, er kommt dich holen. Und wenn er hier ankommt, werde ich ihn töten. Also wartest du. Na, das sollte spannend werden. Dieser Aufzug sollte mich aufs Dach bringen, damit ich hier rauskomme. Vielleicht können die Schockhandschuhe des Electrocutioners die Stromzufuhr wiederherstellen. Schönes Ding. Die passen auch so gut zum Outfit. Ah, sehr praktisch, solche Handschuhe. Ja, er ist im Penthouse. Wie ich sehe, hat mein Rat Ihnen geholfen. Mal wieder.
Noch nicht. Oh. Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen. Die Aufzüge sind abgeschaltet und Jokers Leute sind überall. Sie finden zweifelsohne einen Weg da hoch. Bestimmt. Wann dürfen wir endlich die Hotelgäste abknallen? Joker sagt dir doch. Ach ja? Warum denn? Joker lässt das Etablissement von allen umdekorieren. Sieht dich gerade freudig aus. Bam. Hat ein paar Moves drauf, ey. Na, was haben wir denn da? Du kommst ein bisschen spät zum Essen. Zum Glück hat sich dein guter Freund Bane geweigert, ohne dich mit der Mahlzeit anzufangen. Anscheinend bevorzugt er kalt servierte Gerichte. Aber von hier bin ich gekommen. Zieh! Sehr gut. Fahrstuhl fahren wir anders. Was ist da unten los? Bettel ruhig um dein Leben. Wird nichts bringen. Bitte nicht. Ich kann nichts sehen, Mann. Denkst du, ich scher mich einen Dreck um deine Leben? Und weg. Und bring's endlich zu Ende. Lass mich. Hey, nicht mit Messer, mein Freund. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Also, lass mir Ruhe. Sag gute Nacht. War da noch einer? Ach so. Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Okay, okay, bitte. Sie haben meine Freunde. Sie halten sie als Geiseln in der Overview Bar. Wo ist das? Die hängende Bar, zwischen den Türmen. Zwei gerettete Hotelangestellte für dich und, oh je, ich liege immer noch weit vorne bei den getöteten Angestellten. Ich weiß, diese ganzen Geschenke hier sind verlockend, aber denk dran, bevor du zugreifst. Sie sind nicht für dich! Kopf hoch, fühl dich nicht ausgeschlossen. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Komme ich ja bestimmt so nicht rüber. Aber so. Leertaste halten, genau. Und dann machen wir ihn doch direkt am Seilblatt. Oh Mist, genau. Oh Batman, beeil dich, gleich wird jemand erschossen. Was?
Ach du Scheiße. Sieht aus, als wärst du derjenige, der erschossen wird. Die Dummen werden nicht weniger. So, wie machen wir das jetzt? Wie kann ich das Ding denn aufladen? Kaputt kriege ich so nicht. Sag mal, irgendwas ist hier nicht richtig. Irgendwas haut hier nicht ganz hin. Da muss ich ja nicht hin. Wie lösen wir das Rätsel? Warte mal, ich hab doch dieses komische... Ha! Mensch, das hat jetzt auch lange drauf gedauert, da drauf zu kommen, ne? Diesen Lüftungsschacht hinaufkommen. Deck 2, Brent. Hat Black Mesa schon geantwortet? Negativ. Kein Ton von ihm, weil er ins Gebäude gegangen ist. Ich kann es ja ohne Ding, der kann uns ignorieren. Was ist mit Gordon? Wir haben ihn zu einem Einbruchshaus beim alten Einsatzort geschickt. Aber angeblich hat sich die Welt die Sache mitgeschickt. Verdammt. Ich bin gleich da. So. Kommen wir hier rüber. Boah. Ein Fall für die Klebegranate. Wo sind meine Klebegranaten? Bin ich jetzt blind? Ach so. Ah. Ziehen. Geht oben Druck raus, genau, und unten können wir lang gehen. Ja, aber er ist da irgendwo zu sehen. Müssen weiter Ausschau halten. Wie wäre es, wenn du hier runterkommst und ich dafür eine Weile deinen Posten übernehme? So. Hat sich diese Art der Lösung auch erstmal erledigt. Waschräume. Unglaublich. Mit diesem Penthouse haben sie sich selbst überzogen. Das war ein Ich mag mehr Zeit für so viel Hygiene. Ich springe meistens nur in einer Wandersäure und lasse es gut sein. Na komm. Genau. Genau, ich.
fertig. Steht er noch? Der Lümmel! Oh. Okay. Was ist das? Oh Gott, was geht denn hier? Gefällt dir, was ich mit dem Laden gemacht habe? Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Der war geil, oder? Der war geil. Ui. Schockanschier aktiviert. Jawohl. Jetzt sieht das Ganze auch noch eindrucksvoll aus. Bam. Elektrisierend. Was denn jetzt? Okay. Und jetzt? Oh, da läuft eine Zeit. Oh Gott. Was ist das? Naja, technisch gesehen war das Schummeln. Aber ach, was soll's? Ich mag Schummler. Also, bravo, Batman. Bravo. Was spielt mit uns hier? Wo geht's jetzt weiter? Okay, hier nicht. Okay. Netter Versuch. Es gibt keinen Ausweg. Du musst wohl da warten, wo du bist, bis ich die Hotel hast, all diese schicken kleinen Spielzeuge. Ich bin so neidisch. Wohin? Boah, unter unten. Ich treffe. Tja, da will noch mal einer sagen, ich bin nicht geschickt. Aber bleib fair. Nicht, dass ich dir deinen kleinen Gürtel wegnehmen muss. Was ist das jetzt da hinten? Nein, kein Radio hören. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich könnte wetten, ich laufe gerade wieder falsch. Oh, sieht ganz anders aus. Oder? Das passiert, wenn ich mich selbst lobe und nicht aufpasse, was da passiert.